Komm gelaufen. Komm gelaufen. Geh mal verkaufen. Jawohl. Ich mache den einen noch voll und dann laufe ich auch. Ah, da muss ich dann nochmal auffahren und runterfahren, das ist so Arsch. Na, da gehe ich zuerst verkaufen. Oder geht sich das aus? Kann sich aber auskennen. Die Auswahl 2 habe ich noch gesehen. Gesehen. Ich glaube, unten, ganz unten irgendwo muss ja da auch noch einer liegen. Oder hast du den mitgenommen schon? Also ganz, ganz unten. Da liegt noch einer. Aber es müsste ich dann schon ausgehen. Kannst du schauen. Das heißt, soll ich den einen verkaufen? Aber wenn es so ausgeht, ja. 8500, 12.000, 13.000. Alter. 300 pro Ballen. Fast 50 Ballen müssten wir jetzt pressen. Für? Für den Wickler. Ach so. Könnte es anders wachsen, aber dann wäre ja schon was ganz. Oh ja, es wächst. Komm mal, komm, war dann zu mir daher, aber ich glaube, das ist ja, oh ja, es sind zwei verschiedene Scheiße, wie Stufen. höre ich das hier? Außenansicht wieder. Ach so. Oh, ich glaube, es wächst. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Höhen. Links und rechts hier, oder? Oh, das sehe ich jetzt schon. Es wächst. Ja, okay. Das Was. wächst. Perfekt. Challenge bis jetzt nicht verkackt. Mal schauen, ob noch irgendwo Ballen sind, aber das ist jetzt eigentlich wurscht. Dann. Ja, jetzt ist wurscht. Ich werde jetzt da die Runden drehen. Und dann werde ich anfangen, Ballen zu verkaufen, wenn ich fertig bin. Boah, Weltklasse, Alter. Ich ziehe einen 7er rauf, Alter. 6er? Aber Glück musst haben. Wenn das Angebot mit Traktor nicht kommen wird, dann hätte man das fix verkackt. Naja, dann hätten wir das Upgrade gemacht. Ja. Es wird dem auch nicht schaden. Ja, aber das wird jetzt noch mehr kosten dann. Guck mal 50 Ballen raus. Ich weiß nicht, ob er da jetzt noch 50 rauskriegt. Hab schon. Ist schon noch ein ganzes Stück.
Aber ja, ich muss dann auch noch die Flecken abfahren, die dann ausgelassen worden sind und und. Die ausgelassen worden sind. Ich bin ja teilweise ein bisschen so gefahren, dass ich fahren konnte, weißt du? Ja, ich würde alles am Hügel machen und dann das Flache. Ich mache jetzt immer das, was du da gemacht hast, das rauf runter. Und den unteren Teil mache ich jetzt eh wieder runden. Rauf fahr dann 5er, 4er. Aber er Hauptsache fahr. Da kaufen wir uns dann aber schon ein zum Aufladen, oder? Wenn wir dann so viele rauskriegen. Oder bis die alle hintragen. Ja, bis wir einen haben zum Sammeln und dann. Da müssen wir noch hintragen, sonst kann man es uns lassen. Ja, das ist klar. Ach, ich meine, dass wir jetzt nicht alle hintragen. Nein, nein. Sicher nicht. Gut, aber wenn's Gras nachwächst, dann haben wir bis jetzt nicht verkackt. Ja. Weil, wenn wir wirklich alles haben, dann tun wir einfach simulieren. Das ist ja auch kein Cheaten, weil, ob man jetzt die Zeit so vergehen lassen oder schnell vergehen lassen. Ja. Ist dann auch schon wurscht. Bis wir wieder neues Gras haben, quasi. Bis wir wieder neues Gras haben. Schaut auch groß aus, der Traktor irgendwie. Über jetzt den anderen. Ja, wenn du willst, kannst du dann einsteigen auch. Nein, ich mach da meine Runden, bin schon zufrieden. Aber vielleicht von der Effizienz her sollte man sowieso überlegen, dass wir das einmal ansehen alles. Ja gut, irgendwann musst du sowieso anbauen. Aber ich würde jetzt auf Silage gehen und dann eventuell auf Anbauen. Am nächsten dann. Also dann wieder den ursprünglichen Plan. Ja. Das sind quasi 54 als reines, das ist glaube ich nur ein reines Grasfeld mit ein paar Bäumen. Mhm. Ja, ich sage, wenn wir Silage haben, dann haben wir wirklich schon viel, weil Silage ist das dreifache Wert. Nicht sogar das Vierfache. Wie viel kostet die Presse, haben wir gesagt? Presse haben wir schon. Nein, Entschuldigung, Folie. 15.000 glaube ich waren es. War 17.000? 15 oder 17. 1 war 15, 1 war 17. Das ist ein harter Weg. Ja, 50 Ballen sind es bis 15.000. Mhm. Aber gut, 15.000 ist jetzt schon. Das ist schon klar gesetzt. Vielleicht kriegen wir es ja billiger. War wirklich ein Masel, aber. Feldhäcksler ist jetzt kommen. Aber ich sehe da liegen schon drei Ballen oder so wieder. Ja, ja.
Jetzt geht's dahin. Das sei ja, das hat uns kurz gestoppt. Wie gesagt, sorry. Ja, alle, warte schon. Da habe ich schon gesehen, dass wir schneller vorankommen. Und im Endeffekt doch nicht. Im Endeffekt, wenn man jetzt sieht, was da Gras jetzt alles liegt, hat man schon einen ordentlichen Schub nach hinten. Mhm. Und da liegen eigentlich 6-7 Runden jetzt noch. Ja. Gefahren bin. Wenn ich jetzt pro Runde rechne, 3/4 voll, sind ja noch 6.000, 7.000 auf jeden Fall. Aber ja, es wächst. Sieht man jetzt eindeutig. Ja, dann wird das mit der Rechnung 6 Monate hinkommen. Ja. Ich habe quasi die Silageballen gemacht, hab's gären lassen, hab's weggeführt und konnte dann wieder anfangen. Für ein größeres Feld. Das heißt, Ende Februar sollte es dann gewachsen sein. Also, zu einer Zeit, wo wir wahrscheinlich noch nicht fertig sind. So, ja. Und jetzt noch das Hin- und Herfahren bei dir geht es ja auch noch ein bisschen langsamer. Ja. Aber wenn du auch die Runden fährst, lachen dann. Also ich schaue jetzt da auch gar nicht, dass ich wirklich jedes Gras Fleckerl erwische oder so, oder jedes Abmitte, sondern so kompakte, weißt du? Ja. Das kann man dann beim nächsten Mal auch eh auch mitnehmen, dann wenn man es schön macht. Also es geht deswegen nicht verloren. Fast jetzt gar nicht die große Runde mehr. Oh ja, aber da ist so ein Eckerl drin, das mache ich jetzt schon fertig. Ah, okay. Weil nachdem wir da jetzt so weit runtergefahren sind, ist das so eine richtige Ecke. Mhm. Eine richtige Ecke. Ja. Wie schnell fahrst du da jetzt am Flachen? 12, 13. Wow, dann holst du mich dann irgendwann. Gut, mal schauen, irgendwann werde ich sicher wieder die 5 km/h fahren.
geht viel schneller voran jetzt wieder. Ich schon richtig Ballen liegen. Wir haben nicht blink blink die Dollarzeichen in die Augen, sondern die Ballen in die Augen. Ja. Ja, das war echt geil, dass der gekommen ist. Also ohne den, da wird man jetzt ordentlich umeinander scheißen. Noch. Dann hätten wir es abgekauft, dann sollte es ja eigentlich auch funktionieren sollen. Ja. Trotzdem hätte uns das noch mehr zurückgeworfen. Da weiß ich nicht, weil eigentlich hätte es ja funktionieren sollen. Dann hätten wir 82 PS gehabt. Ja, stimmt. Aber sollen wir dann auch einen Traktor, den wir upgraden können für stärkere Maschinen? Das ist dann richtig geil. Oder haben wir wieder die Runden? Habe ich dir ehrlich erzählt, dass ich mir WWE anschauen, okay? In München das. Hi, habe ich eh erzählt. Ja. Da in der Gegend liegen schon wieder 3-4 Ballen, das ist auch richtig geil. Bei einer Runde, wie viele Ballen machst du da? Habe ich jetzt noch nicht geschaut, ehrlich gesagt. Aber das können wir machen. Wenn ich den ausgewirkt habe.
Schön, schön. Jetzt läuft's wieder. Ja, jetzt läuft's wieder. Merken wieder einen Fortschritt. Weil da war es natürlich auch richtig, wenn wir das richtig effizient machen wollen, könnten wir uns auch überlegen, wie viel kostet so ein, zeige ich sicher das Falsche, Schwader. Die Frage für so einen Breiter kostet einen kleinen, wenn wir sicher kriegen. Weil wenn das mehr in der Spur und schöner zusammengelegt ist, dann ist das auch nochmal effizienter. Aber es ist halt nochmal einer zusätzlich drüber fahren. Ja. Zwei Ballen pro Runde. Weil dann wäre das nämlich kompakter zusammen auch, weißt du, ich meine. Was, aber es, du musst ja rechnen, es wäre halt alles nochmal doppelt abfahren. Och. Ja, stimmt. Weil der mit dem Schneidwerk muss Dauer durchfahren, quasi. Ja. Tja, dabei ist geil, wenn das Schneidwerk vorne wäre und hinten der Schwader. Man, alle für sich sage ich, ja, können wir auch machen. Weil es nur so eine Problem Idee, habe ich jetzt nicht damit. Was? Wenn natürlich dann kompakter, da hast du schon recht. Wo du wiederum recht hast, ist, dass das die doppelte Zeit ist halt. Da zweimal fahren musst du halt. Ja. Doppelte Zahl weiß ich nicht, ob es ist. Aber
Ich glaube, wenn es dann hell ist, dann werde ich anfangen zum Verkaufen mal wieder. Okay. Ja, kann ich da dann helfen? Na, musst nicht. Du mach ruhig weiter. Da durch die Büsche immer durch, das sehe ich auch nie was. Ja. Na, schade, dass man den nur wegrubbern kann. Du oh, bist ganz schön schnell unterwegs, als ich. Ja, jetzt Ich schon. bin nicht einmal einer Runde überholt. Vorne vorgelegt. Vielleicht sollte ich dann nicht eher die Ballen verkaufen gehen. Ja, gut, es liegt ja auch noch genug. Ja.